Okay. Wir da wieder im Wassertempel mit euch zusammen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. So, wir haben an sich schon, ja, ganz schön viel vom Wassertempel gesehen, oder? Und richtig viel eingenommen schon, sehr nice. Aber jetzt geht's halt noch um den Master Key. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon erklärt, was so ein bisschen hier der Kniff jetzt ist. Wenn man jetzt an der Stelle sich sagt, von wegen irgendwie, ja und jetzt, da brauche ich einen Schlüssel, wie komme ich jetzt hier weiter, hallo? Genau, der Kniff ist nämlich tatsächlich so ein bisschen fies, dass man hier unten jetzt einfach rein kann. So, denn im Original war hier immer eine Gittertür. Und natürlich, wer kommt denn da drauf? Ja, und die Gittertür geht nur auf, wenn man Feuer macht. Ja, und Feuer kann man unter Wasser nicht machen, ne? Wer kommt denn auf die Idee, hier reinzugehen, wenn das Wasser ganz oben ist? Genau, weil das sieht man, so eine Situation kann man im Original nicht sehen. Dass wir hier im mittleren Turm sind und das Wasser ist ganz oben. Voll cool, denn nur so sind wir auch hoch genug, dass hier die Ocarina-Wirkung zeigt. Da ist nämlich der ganze Kniff da dran. Ja, das ist irgendwie, das sage ich jetzt mal wirklich, die einzig wirklich schwere Denkstelle in diesem Wassertempel. Nahezu, es bleibt trotzdem sehr, sehr fies und gemein, ne? Weil sonst hätte der Block nicht reagiert und wir wären sowieso nicht hochgekommen, weil, hups, genau, nur jetzt schaffen wir es. Und an dieser Stelle hier können wir richtig schön, was auch nur hier geht, weil die Entfernung stimmt, die vier Fackeln anzünden. Yeah. So. Perfekt. Und jetzt können wir da unten winnen. So, also ich fand das schon ein bisschen fies, ne, nur ein bisschen. So, bitte nicht in den Stacheln landen. So. Nein, immer noch Stacheln. Oh Gott. So, alles klar. So, was war jetzt nochmal hier unten? Hier unten war ja an sich auch nur ein Raum, wo es eine Schüssel gab, ne? Okay, hier haben wir auch eine Truhe, hier wird eine Schüssel sein. Ich guck mal, ich habe zwar ein bisschen Angst, aber... Oh mein Gott. Was denn hier los? Ja, Leute, ihr wisst natürlich eigentlich alle, im Original, ne, ist ja einfach nur ein großer offener Raum. Und was ist hier jetzt? Hier sind irgendwie so komische Steindinger. Was ist denn hier jetzt los? Oh oh. Okay, da oben ist ja ein Gegner. Ja, richtig komisch. Vor allem, man muss hier irgendwie... Das hier irgendwie... Ja, hier ist so ein Schalter versteckt. Was so... Vor allem auf so eine Dinger, die irgendwie einfach runtergehen und... Irgendwie ist das alles merkwürdig. So, ich glaube, jetzt ist hier aber auch die Tür aufgegangen. Nee, ist sie nicht. Okay, gut. Dann gehe ich einfach mal hier rein und hol mir den Key. Oh Gott. Komischer Raum. Ich gehe noch natürlich gleich nochmal gucken, was in dem anderen Käfig da drin ist. So, weil ich glaube, ich kann jetzt sowieso nur, Ah, nee, okay. Ich dachte, die Truhe erscheint jetzt irgendwo oben auf der anderen Seite. Aber nee, da oben ist ja gar nicht so ein Raum. Ein Schlüssel! Schlüssel-Key. Sehr gut. So, aber kann sein, dass... Ich gucke mir ja alles an. Kann sein, dass auf der anderen Seite noch irgendwie... Ja, vielleicht eine Skulptur da drin ist? Ich meine, warum geht die Tür nicht auf? Und die muss ja an sich auch nicht auf. Ich mach's trotzdem. So, warte mal, kann ich schon irgendwie... Wie es dich anhört unter Wasser? Hey, hey! So, ich guck mal. Hier sind ja überall schöne Kisten. Das könnte ja bedeuten, dass hier irgendwo noch so ein Schalter ist. Sehr merkwürdiger Raum, oder? Sehr, sehr merkwürdig. Aber Leute, ich freue mich schon so auf den Geistertempel. Der beinhaltet mein Lieblingsrätsel. Mein Lieblingsrätsel aus diesem, man könnte ja fast sagen Hack. Irgendwie ist Master Quest auch ein Hack, oder? So ein bisschen so, aber natürlich ein offizieller Hack. So, was soll das denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt da irgendwie... Wie komme ich denn jetzt da zu der anderen Tür? Das muss doch irgendwie... Du hast sie echt so unrelevant. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Kisten. Aha. Okay. Zack. So. Natürlich die falsche Tür. Wow, Link. So, okay. So, Schild. Und bamste bam. Okay. Jo. Ist hier wirklich nicht mehr? Nee, hier ist ja bloß eigentlich so ein Raum. Ja, denn... Keine Ahnung. Vielleicht für den Fall, dass man sich denkt, ah, hier ist ein Schalter. Und dann ist der falsche Schalter. Man muss ja eigentlich echt hier hinten hin. Aber gut. Nee. Wenn ich schon dabei bin, alles kaputt machen. So, okay, gut. Gehen wir raus. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und ihr wisst alle, wo der hinführt. Nämlich zu Schattenlink tatsächlich. Oh Gott. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, diese ganzen Gitter überall, die ja auf dem zweiten Stockwerk oder auf dem dritten Stockwerk immer so alles versperrt haben. Ich glaube, die sind jetzt auch alle offen durch diese vier Fackelanzünddinger. Weiß ich aber auch nicht so genau. Also wir kommen auch nur wieder hier über diesen Weg raus. Ich guck mal. Irgendwas auf jeden Fall aktiviert denn, dass alle Türen offen sind. Nicht alle Türen, alle Gitter offen sind.
Warte, ist das, nee, okay, gut. Noch ist es nicht so, oder wird das sowieso immer zu? Ach, keine Ahnung. So, ich habe jetzt erstmal den Schlüssel, um hier weiterzugehen. So, und ich bin sehr gespannt auf Schattenlink. Denn Leute, ja, der wird uns natürlich auch ordentlich Damage drücken. Allerdings, kann ich ja nochmal erzählen. Allerdings, was habe ich, glaube ich, auch schon damals immer erzählt. Was habe ich hier auch schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Allerdings ist es ja bei... Ist hier irgendwann in Gefahr? Hier sind gar keine Gegner mehr. Ist alles ausgestorben. Es ist ja leider so... Was heißt leider? Es ist cool so, dass Schattenlink... Er ist ja eine genaue Kopie von uns, ne? Aber das Coole ist, er hat deswegen auch dieselbe Herzanzahl wie wir. Ey, guckt euch das an. Sag mal, was soll denn das? So. Von hinterrücks. Was ist jetzt erschienen? Oh. Okay, genau. Ah ja, das war auch so mies. Genau, wir müssen... Link wird sich da nicht hochziehen. Er wird runterrutschen. Deswegen muss er immer darauf achten, dass man so runterrutscht, dass man hier auf den Unterliegenden drauf landet. Und dann kann ich, was zum... Natürlich. Ey, das ist so bescheuert, ey. Was ist denn für ein Tempel? Das ist richtig doof. Okay, letzte. Okay, da passiert jetzt nichts. So. Passiert da nach oben irgendwas? Weg daran, Baller? Vielleicht? Hm, naja. So, an den würde er sich jetzt ranziehen können. Ui, jetzt. Okay, jetzt gibt es ja keine Skulptur oder so. Nö, anscheinend nicht. So. Einfacher Raum, oder? Je nachdem im Original, zum Vergleich zum Original. So, der ist jetzt hier dafür aber ein bisschen beschissener. Denn hier unten müssten Stahlforce-Ritter sein. Ich glaube, bis zu 3 Stück. Und das ist nicht so toll. Und der Schalter in der Mitte ist weg. Was zur Hölle, was soll ich tun? Was ist hier los? Na, wie was? Okay, da kriege ich anscheinend wieder Feen her. Oh Gott, wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Okay, ich komme mal wieder hoch. Bloß die ollen Skelette werden mich nicht hochlassen. Nun gut, okay. Ich gehe mal erstmal ganz langsam am Ende. Ich habe ja Feen. Oh mein Gott. Scheiße, diesmal hat nicht geklappt. Okay, die Gunnüsse, habe ich noch welche? Naja, nicht so viele. So, halt. So, erstmal du. Alter. Ey, die sind einfach zu schnell. Einfach. Ihr seid zu schnell, ihr Säcke. Okay. So. Okay. Wow. Na komm. Na komm, gib dir eine Blöße. So, okay. Oh Gott, ey. Wow. Alter, einfach Button bashen, Alter. Oh. Oh. Alter, verdammt, ey. 2 Feen einfach weg. So krass, Alter. Aber okay. So. So, na komm. Blöße, bitte. Blöße, bitte. Entblöße er sich. So. Okay. Ja, ja, 2 Feen wieder weg. Aber ich guck mal, ob ich da nicht wieder eine neue Fee kriege. Obwohl, wird der Bus wieder so ein Scheiß sein. So, oh, ich habe ja den Enterhaken schon ausgerüstet. Wird wieder bloß so ein Kram sein, von wegen. Irgendwie, ja, hier so ein komischer Orb. Nur wieder, der mich einmal heilt. Das ist natürlich doof. So, und hier sieht das natürlich auch wieder richtig mies. Der ist nicht so hoch gefahren wie im Original. Das heißt, Link wird hier rüberkommen. Jawohl. Könnte man ja auch falsch verstehen, von wegen, wenn man im Original gewohnt ist, dass man nicht hochkommt, nicht hier rüberkommt, wenn der hoch ist, dass man sich denkt, oh scheiße, ich muss irgendwas machen, das Wasser muss wieder runter. Aber nö. Oh, eine Fee. Sehr schön. So, die nehme ich mit, Leute. Einige haben schon geschrieben, dass das mit Feen ein bisschen lame ist. Da kann ich nur sagen, ja, dann macht's selber. Ganz im Ernst, dann macht es selber. Macht eure eigene individuelle Challenge, ist ja jedem sein gutes Recht. Meine Challenge beinhaltet halt den Einsatz von Feen. Weil sonst echt ein bisschen hart. Wir wären schon so oft gestorben. Aber bisher eigentlich auch nur wegen den ollen Stahlfaust-Typen. Na, okay. So, was ist das hier? Okay, einfach da gleich. Höp! Zöp! Abgekürzt. So, ich glaube aber dafür ist hier der olle Raubschleim nicht da, oder? Oder? So, wie komme ich jetzt da rüber? Oh, achso. Upsala. So. Hier kann ich auch nochmal anscheinend Feen entstehen lassen. Will ich aber nicht. So, ich hoffe mal, dass das jetzt echt gut klappt mit dem Hammer. Der Hammer, ich glaube, aber Bigoron Schwert ist schon härter. Ich würde es ja mit dem Hammer probieren. Ich weiß auch nicht, wie stark der ist. Der olle Schattenlink, ey. So, ich schnappe ihn mir jetzt aber. So, der Dungeon hier sieht auch voll cool aus im Master Quest Design, muss man ja sagen, ne?
voll schön. Aber okay, gut. Die Schönheit trügt, Leute. Die Schönheit ist eine Täuschung. So, wir gehen einfach ganz normal bis zu der Tür. Bis zur Tür. Drehen uns um. Und dann steht er da. Okay, wie gesagt, er hat tatsächlich nur 3 Herzen, so wie wir. Ich glaube, ein Sprungschlitz und er ist tot. Ja, aber der wird dann natürlich blocken. Aber ich guck mal. Oder ein Hammersprunger? Ich glaube, Dekonüsse bringen nichts. Ich guck einfach mal. Ich hab ja Feen. So. Hallo! Wow! Okay, genau. Alter, ein Treffer. Ja, also, tut mir leid, naja, es tut mir wirklich leid an alle Schattenlink-Fans, aber ich habe ihn fertig gemacht. Tut mir leid, Leute, Alter, wie lange war der jetzt da? 2 Sekunden? Es war nur 10 Sekunden oder was war der da? Ja, sorry alle Schattenlink-Fans, es tut mir leid. Wie gesagt, er hat nur 3 Herzen und wie groß Schwert, Alter, ein Schlitz dauern. Okay, was haben wir hier? Ein Gitter, na toll. Aber wir kennen ja die... Wir haben ja inzwischen gelernt, dass diese Tafeln Schalter sind. So ein Quatsch. So. Und hier tatsächlich, ihr seht auf der Karte, es gibt hier keine Truhe. Ne? Aber nochmal schöne Feen, aber ich habe Feen genug. Ja, alle 4 Flaschen sind voll. Ist okay. So. Ja, hier gibt es keine Truhe, hier geht's einfach nur weiter. Und außerdem haben wir sowieso schon den Enterhaken, ne? So. Marcel, sei vorsichtig, lass dich nicht von den Schrudeln erwischen. Dann kriegst du keine Luft mehr. So, wo waren denn hier noch die Skulltis? Ich hab Angst, welche zu verpassen. Also ich weiß auf jeden Fall, wo noch eine ist, in so einem großen Raum. Aber, und auch in einem optionalen Raum. Also ich glaube, das war hier auch überhaupt kein Problem. Ja, weil, ja, der Tempel ist mitunter wirklich leichter als im Original. Guck mal, ich kann mir jetzt einfach hier langballern. Du gibst ja alles im Original hier nicht. So. Aha, so, hier haben wir erstmal eine weitere Skulti. Oh, nice. So, wow. Nein, was, Link, was machst du? Springt einfach runter. Verdammt. Okay, stopp. So, wieder hoch, bitte. Total einfach. So, ich glaube, wir sind jetzt halt echt schon dabei, den Master Key uns zu holen. Und dann ist der Tempel halt durch, ne? Aber es fehlt halt noch so viel. So, einfach nur von da komme ich, oder was? Nee, was? Okay, jetzt erstmal Orientierungsschwierigkeiten. Nee, von da komme ich. Hups. Yeah. Okay. Ach ja. Wirklich toll. Übelst die gefährliche Situation hier. Ja, am gefährlichsten muss ich echt sagen, sind diese scheiß Stahlfußritter. Vor allem, wenn die zu dritt auftauchen, ist sehr übel. Obwohl ich ja immer nur einer zur gleichen Zeit angreift. Aber. Vor allem Einsatz ohne Feen. Was ist, wenn man aus Versehen hier so eine Fee mal einsammelt? So von wegen. Ups, Channel verloren. So. Okay. Hier müsste ich einfach so hochkommen. Hups. Supi. Kein Schalter, nix. Alles cool hier. Okay, jetzt sind wir hier. Der olle Strudelraum. Gut, ich kann mich zwar darüber ballern, aber die Tür ist zu. Na gut. Ja doch, ich glaube, ich erinnere mich, dass es hier echt den Masterschlüssel denn schon gab gleich. Warte, ich kann ja mal kurz gucken. Gibt es denn überhaupt auf der Karte noch irgendwelche anderen Truhen? Nö. Guck mal, okay, wir haben jetzt gleich den Master Key, ja? Und guckt mal, was dann alles von dem Tempel noch offen ist. Also hier oben alles klar. Hier alles klar, aber ja, den großen Abschnitt da brauchen wir nicht machen. Den unteren Kleinen brauchen wir nicht machen. Tja, keine Ahnung. Vielleicht haben die Entwickler sich selber gedacht, oh, der Master Quest Dungeon, der ist zu schwer, Mann. Den müssen wir mal ein bisschen... So, ich glaube, hier ist dafür aber ja kein... Hier ist gar kein Strudel. Das ist doch schön. So. Okay. Okay. Und hier sind auch keine dieser nervigen Muscheln mehr? Ey, das Spiel ist doch... Die wollen uns doch verarschen. Der Tempel ist viel einfacher als im Original. Was, warum? So, dann drücke ich hier wieder den tollen Schalter. Oder nicht? Kein Schalter? Oh. Ah. Fackeln. Auch so gemein. Oh, yeah! Flame. So, das war's. Tja. Items. Boots. Das war's tatsächlich schon wieder. Ich werd bekloppt, ey. Vor allem so wenig... Also diese typischen Gegner, diese Muscheln... Nur ein paar dieser komischen Seeigel aus Stein, die sind zwar da, aber diese ganzen Muscheln fehlen alle. Es gibt hier nur so einen komischen Exalforce-Typen, obwohl die heißen hier noch anders. Ich glaube, diese... Oh, jetzt ist der Strudel an, oder was? Nö. Doch, jetzt ist der Strudel an, okay.
Diese Exalfos-Typen, die heißen hier gar nicht Exalfos. Die heißen hier Dinodoros noch. Ob es einen Unterschied gibt? Keine Ahnung. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr in dem Raum. So, jetzt sind wir hier. Große Gittertür. Groß Angst. So, ich werde mal, glaube ich, nach unten gehen, weil sonst kriege ich die Karte nicht aktiviert, glaube ich. So. Erstmal bam, bam. So. So, die Gittertür ist natürlich zu, ne? Was soll das denn jetzt? Okay, ich glaube, ich muss runter. Ich muss wieso runter? Wow. Vor allem die Kisten stehen erstmal voll schief. So. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was war. Ja. Auch wieder so richtig doof. Mann, das ist doof. Ne? Das ist halt umdenken. Man muss halt umdenken. Nämlich denn, ihr seht es, auf der anderen Seite sind zwei Fackeln. Na, dann zünden wir die doch mal an. Hier, schön von der Mitte aus auf dem Wasser. So. Zack. Die sind an. Schnell, den schaffst du noch. Yeah. Geil. Und der Master Key gehört uns. Yeah. Ich freue mich so. So, und ihr merkt an sich echt, wer jetzt halt sich schon sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Rest, der kann jetzt einfach echt schon zum Boss gehen. Legit. Und dann war's das. Aber, ja, wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollen noch ein bisschen mehr erkunden. Was ist das denn hier? Ach ja, hier kommt ja eigentlich so ein Block rein. Hier gibt's auch keine Blöcke mehr. Hier gibt's gar nichts mehr. So, das Wasser bleibt doch die ganze Zeit oben. Ja, ist schon echt toll. So, ich glaube genau, dieser Schalter hier öffnet jetzt überall alle Gitter. Überall, wo wir noch nicht waren, wo wir noch nicht hin konnten. Müsste jetzt Platz sein. So, und ich glaube, ich gehe mal noch, das schaffe ich jetzt noch, glaube ich. In den einen Raum hier unter uns müsste ich jetzt auch reinkommen. Halt, nee, hier war der, genau. Hier komme ich jetzt rein und das ist ja auch noch so ein kleiner Raum. Für eine Skulltia, der ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Hole ich mir, obwohl ich nicht weiß, ob das geht. Ich glaube, dafür muss das Wasser runtergelassen sein. Aber ich guck mal. Vielleicht auch nicht. Didüm, didüm. Badam, habam. Hui, ich bin Link. Nee, alles klar. Ja, scheint zu klappen. So. Alles nur für eine Skulltia, aber die war, glaube ich, ein bisschen komisch, oder? Wartet mal. Ja, die war komisch, weil ich brauche die Vogelscheuchen-Polka. Und da sieht man erstmal noch schön was für Feuer. Ey, das ist doch... Was ist hier los? So. Hallo, Mr. Vogelscheuche. Jetzt muss ich bloß mal schnell die Gittertür öffnen, indem ich ein bisschen Flamethrower mache. Ich hoffe, das reicht. Nee, halt! Halt! Genau, das reicht nicht! Das ist ja richtig fies. Stimmt. Leute, ich brauche hier Feuerpfeile für. Richtig gemein. Ah... Weil... Wow! Nein! Oder sterben die eigentlich, wenn die im Wasser landen? Na, komm runter. Trottel. Okay, Mist. Ja, wie gemein, ey. Das Gitter geht echt nur auf. Und hier ist natürlich eine Skulltie drin. Ganz toll. Na gut, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Wie gesagt, ja, das hab ich irgendwie auch komplett vergessen. So, auf euch habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich hau einfach ab. Hups. Ist natürlich die Frage, hau ich jetzt lieber ab mit der, oh Gott. Da kommt ja echt ein bisschen runter und wie kloppen die Dinge irgendwann, ist mir egal. So, ja, ganz vergessen. Ich sag noch vom Weg, ja, ab jetzt können wir jeden Tempel sofort machen und so. Nö, können wir nicht. Jetzt wisst ihr was, Leute, jetzt überlege ich eigentlich tatsächlich, denn, ja, Leute, ganz im Ernst, dann wäre es ja wirklich besser, wenn ich jetzt einfach den Tempel mache, den Endboss besiege und dann nochmal hier reingehe mit Feuerpfeilen. Weil sonst ist es ja doppelt gemoppelt. Ihr versteht's schon, ne? Also, ja, dann mache ich das auch so. Ich mache das auch so. Das ist sonst echt doof. Ja, das spart dann im Endeffekt Zeit, ja? So, das andere müsste machbar sein, aber... Nee. So, ihr könnt die Karte, guckt hier. Also, dieser große Abschnitt da ist auch nur für eine Skulltie. Ja, ganz großer Abschnitt. Und den werden wir noch machen mit, aber erst wenn ich die Feuerpfeile habe. Ja, doch, denn... Ich könnte mit den Feuerpfeilen nochmal wieder gehen in den Raum, wo ich gerade war, hol da die olle Skulti. Und dann mache ich nochmal den Raum und dann haben wir das auch komplett. Alles klar. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Und jetzt sagt doch mal ehrlich, Leute, wie fandet ihr den Wassertempel in Master Quest? Der ist wirklich, der ist oberbillig. Er hat aber, finde ich jedenfalls, wirklich diesen Denkkniff, dass du da durch kannst. Dass du durch diese Tür kannst. Das fällt einem nicht so schnell ein. Das ist der einzige wirkliche Kniff hier, der richtig übel ist. Aber okay. Wenn man es weiß, ne, ist der Tempel ein Spaziergang. Und beim nächsten Mal machen wir mal den Boss hier. Gucken, ob ich den schaffe. Mit 4 Feen im Petto soll es aber kein Problem sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Master Quest 3D. Ciao!